digital Anträge stellen, Katastrophen- und Unwetterwarnungen in Echtzeit erhalten oder Veranstaltungen suchen und noch viel mehr. Die Stadt Altötting bietet künftig kostenlos eine eigene App dafür an, die einen Mehrwert für die Bürger schaffen soll. Wir haben eine neue App kreiert, zusammen mit einer Firma, die darauf spezialisiert ist. Und das war uns ein Anliegen, die Bürgerinnen und Bürger über die sozialen Medien entsprechend zu informieren und wo durchaus auch Bürger kommunizieren können über diese App. Was steckt jetzt hinter dieser Altötting-App dahinter? Diese App soll nicht eine Webseite oder sowas ersetzen, sondern ergänzen. Grundsätzlich ist es so, in dieser App werden die Informationen, die man auch auf der Altötting-Webseite finden können, aber über diese Informationen hinweg, die wir auf der Webseite haben, bietet diese App noch einige Schmankerl, mit Push-Nachrichten zum Beispiel für etwaige Katastrophenfälle, die dann aufploppen und wo sich Bürgerinnen und Bürger direkt informieren können oder informiert werden, wenn solche Fälle eintreten, von denen wir mal davon ausgehen, dass nicht eintreten, aber es kann trotzdem sein. Aber diese App bietet natürlich noch viel mehr als nur Katastrophennachrichten, sondern soll ja etwas Positives vermitteln, wo zum Beispiel sich Bürger über Altöttinger ÖPNV informieren können, also Zugverbindungen beispielsweise, Busverbindungen, die von Altötting weggehen, die dann auch entsprechend aktualisiert sind, dass also das, wie sagt man, wir sind diese Nachrichten, die just in time bzw. ganz aktuell sind, aber auch diese App bietet für Firmen die Möglichkeit, Job auszuschreiben, also Stellenangebote dort zu platzieren, und das Beste an der ganzen App ist, dass die kostenlos ist. Ich kann sie mir runterladen auf alle möglichen Handys bzw. iOS und Apple, also ist für Android, für alle Anwendungen möglich natürlich, und kann im App Store der entsprechenden Anbieter heruntergeladen werden. Und diese App hat natürlich noch viele weitere Möglichkeiten, die ich jetzt wahrscheinlich gar nicht so alle aufzählen kann, aber sie ist vor allem aufgrund der Aktualität sehr, sehr interessant für die Stadt Altötting, für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Altötting, und nicht zuletzt auch können da sogar Bürger mit Bürgern kommunizieren, wo also dann Angebote von Bürgern, von Vereinen, Verbänden reingestellt werden und eben die Bürger der Stadt Altötting damit informiert werden. Diese App wurde erstellt von der Firma Cosmena Mema, und wir haben jetzt das letzte halbe Jahr dafür verwendet, den Feinschliff zu machen, Informationen reinzubringen bzw. auch zu überarbeiten, zu kontrollieren und die Details auszuarbeiten. Und dieses halbe Jahr war durchaus auch gewinnbringend, damit die Bürgerinnen und Bürger die richtigen Informationen dann auch über die Stadt Altötting bekommen. Das als Vorabinformation. Am besten kann man sich über diese App informieren, indem man sie einfach runterlädt und selbst erfährt und erlebt, und man wird begeistert sein.